Also zu im Führungszeugnis, das ist selbstverständlich sauber. Die Vorparteien, das ist ja bekannt, ich war als junger Mann mal bei den Grünen für 2 Jahre, 82, 83. Und dann bin ich als Erwachsener in die CDU eingetreten, war da etliche Jahre Mitglied. Und 2012 riss bei mir die Hutschnur und ich habe die Mitgliedschaft gekündigt und bin dann, das war ein Fehler, in die FDP eingetreten, 2013 im Januar. Und 2013 im März gründete sich die AfD und deswegen bin ich seit April 2013 in der AfD. Was hatten Sie noch für Fragen? Achso, die Lobbyismuserklärung. Lobbyismuserklärung, ja. Die Lobbyismuserklärung, habe ich gesagt, stimme ich zu, also die kann ich so abgeben, kann ich so zustimmen? Und Sie können mündlich zustimmen, aber für alle nachfolgenden Kandidaten, das wird im Vorfeld der Vorstellungsrede bei dem Kollegen gemacht. Okay, Entschuldigung. Mein Name ist Andreas Wild. Liebe Parteifreunde, ich habe Fehler gemacht. Ich war neu in der Politik und ich habe meine Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen mit Herzblut und Schnauze und dem Elan, den ich aufbringen konnte, geleistet. Und dieses Wirken war immer bestimmt für unsere AfD. Ich bin mehrfach übers Ziel hinausgeschossen und habe Schaden angerichtet. Dafür bitte ich hier und heute um Vergebung. Ich bin dafür, dass Volksvertreter von ihrer Hände Arbeit leben können und nicht auf Diäten angewiesen sind. Ich bin dafür, dass die uns zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel größtenteils für unsere politische Arbeit eingesetzt werden. Liebe Freunde, mir wurde im Leben nichts geschenkt. Ich schäme mich nicht, als Student jahrelang Berliner Nachtschwärmer mit meinem Taxi nach Hause gefahren zu haben. Und ich schäme mich auch nicht, zusammen mit meiner Frau, Daniela Wild, da hinten sitzt sie, die fleißigste Frau, die ich kenne. Ich schäme mich nicht, mit meiner Frau zusammen seit 17 Jahren eine Arbeitsvermittlung zu betreiben und mit ihr zusammen mehrere tausend Menschen in Lohn und Brot vermittelt zu haben. Und, liebe Parteifreunde, ich schäme mich auch nicht, mit meiner Zeitarbeitsunternehmung Facharbeitern und Gesellen, aber auch einfachen Helfern ein sicheres, unbefristetes Arbeitsverhältnis zu bieten. Im Moment haben wir 23 Mitarbeiter extern beschäftigt. Viele von ihnen sind schon seit Jahren bei uns und immer wieder wechseln Mitarbeiter zu den Kunden von uns. Und das ist gut so. Wir geben immer wieder ungelernten Bewerbern und den Ärmsten der Armen die Chance, sich bei uns im Betrieb zu beweisen. Ich bin katholisch, Sozialpädagoge und Unternehmer. Ich bin verheiratet und ich habe 7 Kinder. Der erste ist verheiratet und promovierter Biochemiker. Der zweite ist ein hervorragender Koch und hat 2 Töchter. Der dritte promoviert gerade in Chemie. Der vierte hat eine Doktorandenstelle in Geologie. Die fünfte
ist in der Oberstufe und wird Abitur machen. Der Sechste plant schon seine Karriere als Chef eines Altersheims. Und die Siebte geht in eine katholische Grundschule, um ihre Seele vor der sonst verbreiteten Frühsexualisierung zu bewahren. Wenn du was hast. Ich bin seit 2013 in der AfD und zum vierten Mal in einem Berliner Bezirksvorstand. Und seit 2016 vertrete ich euch im Berliner Landesparlament, dem Abgeordnetenhaus. Ich bin da in den Ausschüssen Arbeit und Soziales, Bildung und innere Sicherheit. Viele von euch kennen vielleicht meine Plenarreden. Warum kandidiere ich erneut fürs Abgeordnetenhaus? Meine Damen und Herren, was brauchen wir denn im Parlament? Wir brauchen Leute, die mit Worten für unsere Sache streiten. Wir brauchen Redner, die sich mit klugen Sätzen und Wortwitz profilieren, um im parlamentarischen Wettkampf zu bestehen. Und wir brauchen Leute, die mit Taten für unsere Sachen streiten, durch öffentlichkeitswirksame Nutzung der Büropauschale können wir der AfD Aufmerksamkeit verschaffen. Und Abgeordnete sind durch ihre Diätenausstattung in der Lage, das ein oder andere für unsere Partei auf den Weg zu bringen und anzuschieben. Ich habe als einziger Berliner Abgeordneter ein öffentliches, bekanntes Ladenlokal als Büro, in dem regelmäßig Veranstaltungen und Vorträge stattfinden. Ich habe den AfD-Truck angeschafft und ihn deutschlandweit von Hamburg bis München für unsere Sache zum Einsatz gebracht. Seit 2 Jahren gebe ich das Monatsmagazin Trend heraus. Ich habe in den 5 Jahren meines Wirkens im Parlament Erfahrungen und Überblick gewinnen können. Dabei habe ich mich bemüht, meine Ecken und Kanten abzuschleifen, um mein politisches Wirken zu vermehren. Daher, liebe Parteifreunde, schenken Sie einem engagierten Streiter für unsere Sache mit Herz und Verstand Ihre Stimme. Ich möchte noch ergänzen, von jetzt an wird es keine Schnellschüsse und Alleingänge mehr geben und ich werde ein guter Teamplayer werden. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Wild. Liegen Fragen vor? Wir haben eine Frage von Turit Becker, anschließend von Vadim Derksen und anschließend von Carsten Woldeit. Das sind Sie alle. Also, Turit Becker, bitte. Ja. Herr Wild, danke schön. Sie haben damals im Klartextverteiler behauptet, Herr Nerstheimer soll durch die Schuld der AfD zur NPD gewechselt sein. Können Sie mir das erklären, woran es liegt? Also, Nerstheimer ist eine schwierige Frage, aber es war so, dass bei der Gründung der Fraktion Nerstheimer versprochen wurde, dass er aufgenommen werden wird, wenn seine Strafsache da, wenn der Gras drüber gewachsen ist. Er hatte auf Facebook irgendjemand beschimpft. Und das ist nicht passiert. Ich finde das schade, weil er hätte in der Fraktion nicht gestört. Wir hätten entsprechend mehr Mittel gehabt und es hätte uns auch dieser Austritt nicht geschadet. Dass er jetzt ausgetreten ist, ist seine Entscheidung und ich kann das natürlich auch nicht tolerieren, aber wir hätten das einfangen können. Die nächste Frage von Vadim Derksen, bitte. Let's go.
wenn schwere Leute schnell laufen. Ich finde es lobenswert, dass du dich hier vor allem entschuldigt hast. Meine Frage geht zu deinem Pamphlet, was du gerade verteilt hast. Da sind erwiesene Falschbehauptungen drauf. Entschuldigst du dich auch dafür? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Was ist, wo sind... Du hast gerade beim Eingang ein Pamphlet verteilt mit Empfehlungen zu den Kandidaten, wo erwiesenermaßen Falschbehauptungen auch in meine Richtung draufstehen. Entschuldigst du dich auch dafür? Wenn da Falschbehauptungen drauf sein sollten, dann ja, aber ich habe die nach bestem Wissen und Gewissen und ich habe die auch nicht alleine zusammengestellt. Also was ist denn falsch? Was wirfst du mir denn vor? Es gibt kein Zwiegespräch. Die Frage ist eindeutig... Wenn Sie dazu noch antworten möchten, dann bitte jetzt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommt noch Carsten Woldeit, bitte, mit der letzten Frage. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Wilz. Sie haben ja gesagt, dass Sie Reue zeigen und dass Sie zukünftig Teamplayer sein wollen. Wie glaubwürdig ist das denn, wenn Sie bis vor kurzem Kollegen als Minderleister, Verräter, mich als Verbrecher beschimpft haben im Parlament? Sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen das so nicht abkaufe? Und ich frage Sie nach Ihrer eigenen Glaubwürdigkeit. Also bitte bleiben Sie mal bei den Fakten. Ich habe gesagt, dass die Leute, die einen Delegiertenparteitag durchgedrückt haben, ohne dass eine Not dazu bestand, dass die sich nicht korrekt verhalten haben. Von Verbrechern war nie die Rede. Verbrecher, wortwörtlich, Sie zu mir im Parlament. Das stimmt nicht. Das keine Zwiegespräche. Die Frage ist gestellt und auch beantwortet. Danke. So, damit, Herr Wild, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Dankeschön.